So, hallo, heute mal bei mir aus der Werkstatt. Ich bin gerade dabei, meinen Stockwagen auf Vordermann zu bringen. Die habe ich ja auch hier schon mal im Kanal vorgestellt. Und noch ein paar neue dazu zu bauen. Aber eigentlich will ich es euch erstmal für diese vielen Kommentare danken. Also vor allem für diese mit der konstruktiven Kritik, dass die Kameraführung betrifft. Also daran arbeite ich. Habt ihr vollkommen recht, da müssen wir etwas mehr Ruhe reinbekommen. Und dann vor allem auch für diese fachlichen Kommentare. Auch da möchte ich eigentlich gleich eingreifen zu diesem Thema Aufsetzen. Das kam in diesem Video nicht ganz klar rüber, aber dass ich Bienenvölker aufsetzen kann, dass diese Methode zur Verstärkung funktioniert, also Aufsetzen über dem Absperrgitter. Ich setze oben auch nochmal den Link zum Video rein. Brauche ich offene Brut. Und nur dann funktioniert es. Wenn die Königin da ist und nur Bienen und keine Brut, funktioniert es nicht. Also auf dem Video von mir, da hat man das nicht klar gesehen und ich habe das auch nicht deutlich gesagt. Es war einfach offene Brut da. Und der Goran 915, der hat dann auch nochmal angemerkt, vielen Dank Goran, dass er das erst macht, wenn zwei Waben mit Brut da sind. Und dann hat er eine, sagt er, 100%ige Erfolgsquote. Ich habe diese Methode bisher eigentlich angewandt bei schwächeren Völkern, also weniger Brut wie zwei Waben. Und weil ich einfach gesagt habe, die Völker überleben vielleicht sonst wahrscheinlich gar nicht. Und deshalb habe ich diese Methode gewählt, habe dann eben das Risiko gehabt, habe ich auch im Video gesagt, dass es in manchen Jahren ganz gut funktioniert und in anderen Jahren kaum. Aber wie gesagt, ich habe da auch nicht viele Völker, ne, wo ich so behandle. Aber wie gesagt, jetzt werde ich vielleicht auch mal den Tipp vom Goran nehmen und die Völker vielleicht erst ein bisschen wachsen lassen. Ich muss mal schauen, wie ich damit dann noch umgehe. Aber auf jeden Fall nochmal vielen Dank auch an die anderen, die schönen Kommentare geschrieben haben, sei es konstruktiv oder auch fachlich. Und Lob natürlich auch. Dann gab es noch eine Frage zum Flugloch. Also bei mir ist momentan so, dass bei mir die Mäusegitter noch davor sind. Ich werde die aber jetzt sicherlich die Tage Stück für Stück aufmachen. Also ich mache das nicht an einem Tag, sondern ich mache das einfach, wie es sich ergibt. Also wir bekommen jetzt nochmal angeblich nochmal minus 7, 8 Grad in der nächsten Woche am Montag und am Dienstag. Also das warte ich auf jeden Fall noch ab. Und wenn dann der Wetterbericht einfach sagt, wir kommen im Prinzip jeden Tag in den Flugwetter rein, oder sagen wir mal so, wir sind jeden Tag um die 10 Grad, um die 12 Grad mindestens, dann gehe ich her und mache meine Mäusegitter weg. Ja, das Ganze hat den Hintergrund, die Bienen können ohne Mäusegitter viel geschickter fliegen, verlieren weniger Pollen beim Durchkrabbeln, bekommen den Totenfall leichter raus. Also das hat einfach praktische Gründe für die Bienen. Was ich noch nicht mache, also ich lasse die Fluglochgröße noch im Prinzip, wie sie eingewintert sind, das mache ich dann erst im Prinzip im nächsten Schritt um die Kirschbaumblüte. Dann war noch eine Frage direkt an mich gestellt mit dem Brutnest. Also es gibt da verschiedene Ansichten oder auch in Monatsbetrachtung hat es derjenige glaube gelesen, dass die jetzt schon ihre Völker durchschauen. Das heißt auch das Brutnest auseinandernehmen, hatte da jemand geschrieben. Also ich mache das absolut nicht. Also ich schaue mir an, am Flugloch kommt Pollen und ich schaue mir das Bienenvolk an und anhand dieser zwei Faktoren kann ich jetzt, also vielleicht auch aufgrund meiner Erfahrung einfach erkennen, dass das Bienenvolk funktioniert. Also der Pollen an sich ist eigentlich schon ein super Indiz, dass Brut da ist. Und dann gibt es für mich keinen Grund, das Brutnest aufzumachen. Das stört das Bienenvolk nur, finde ich. Es können Bienen runterfallen, es kann die Gefahr bestehen, dass ich Bienen quetsche oder gar die Königin quetsche. Also deshalb lasse ich da einfach meine Finger davon. Ich muss da nicht reinschauen.
Brot. Das Brotteig erkenne ich auch an den Faktoren drumherum. Und das höchste der Gefühle bei mir ist eigentlich, dass ich eine Futterwabe direkt ans Brutnest hänge, wenn absolut irgendwie ein Futtermangel ist. Aber ich gehe nie ins Brutnest rein. Ich meine, wir werden, wenn ihr dem Kanal weiter folgt, also den abonniert oder auch so dabei bleibt, werden wir das im Sommer noch sehen. Ich mache am Brutnest eigentlich sehr, sehr wenig. Also hängt da auch keine Waben dazwischen oder hängen Brutwaben irgendwo anders hin. Das mache ich nicht, aber da kommen wir noch ausführlich sicherlich im Jahresverlauf drauf. Also prinzipiell jetzt auch vielleicht, wie ich mir das gedacht habe mit diesem Kanal, wie es weitergeht. Ich nehme euch sicherlich mit zu den Bienen, in der Bienensaison vermehrt. Schau, dass da natürlich die Bilder ruhiger werden und nicht so aussehen wie in dem Video hier oben. Und dann werde ich, was ich jetzt hier beginne, im Prinzip einfach so eine Talk-Serie machen, wo wir einfach in gewisse Themen stärker einsteigen oder wo ich einfach mit euch über diese Themen rede, eure Fragen vielleicht, die sich eben jetzt im Kommentar nicht so einfach beantworten lassen, vielleicht auch nochmal ausführlich aufgreife. Dafür würde ich einfach so eine separate Reihe machen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, freue ich mich, Kommentare, gerne die Fragen rein und auch konstruktive Kritik finde ich super. Und abonniert einfach meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt, dass ihr auf dem Laufenden bleibt. Und dann freue ich mich, dass wir uns dann wieder über die Imkerei austauschen. Ihr bekommt den Einblick, wie ich als Erwerbsimker arbeite. Ich bekomme von euch noch die ein oder andere Anregung, wie jetzt zum Beispiel mit Goran. Das fand ich jetzt ganz interessant und werde es auch mal vielleicht zukünftig probieren. Wobei ich, wie gesagt, da nicht so die vielen Bienenvölker habe, die einfach da in Betracht kommen, weil ich tendenziell eigentlich stark einwinter und dementsprechend eigentlich auch ganz gut auswinter. Und das sind eben, wie wir es im letzten Video gesehen haben, dann habe ich da auf so einem Stand, wo ich halt meine schwachen Völker zusammenfahren habe, dann habe ich da 10, 15 Völker stehen und dann habe ich noch welche, die auf den normalen Bienenständen sind, wo einfach zusammenbrechen oder zusammenfallen an der Bienenmasse. Aber das sind keine Unmengen, also deshalb bin ich da jetzt auch nicht, muss ich ehrlich sagen, nicht so super erfahren, wie ich die Bienenvölker auf die Frühtracht sanieren, weil ich das eigentlich in der Praxis kaum brauche. Ja. Gut, also dann freue ich mich auf das nächste Video mit euch, auf eure Kommentare, auf eure Abos, auf eure Kritik, konstruktiver Art natürlich, und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss, ade.